Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, ihr Freunde. Wir reagieren heute auf Flair, featuring Adel Tawil und Rosa. Wie der Wind. Bin sehr, sehr gespannt. Also gehen wir direkt rein. Los geht's jetzt. She's like the wind. Ein nachdenklicher Adel Tawil auf dem Auto. Rosa gewohnt mit der Glatze und Flair hat man jetzt noch gar nicht gesehen im Video. Allein muss man wirklich sagen, die Combo zwischen den drei sehr, ja, ich bin gerade am Überlegen, ob Flair schon mal einen Song gemacht hat mit Adel Tawil. Ich glaube nicht. Du bist wie der Wind, ich weiß nicht wie. Mach ich dir klar, dass es mich gibt. Er macht klar, dass es ihn gibt. Also muss leider auf der Stopp machen, weil ja, Videos werden oft gesperrt, glaube ich, von Flair, glaube ich. Leider. Deswegen öfters mal Stopp. Muss wirklich sagen, ich freue mich mal wieder was von Adel Tawil zu hören. Damals, die Anfänge, war damals in so einer Boygroup. Die hießen The Boys, lang, lang her, sehr, sehr lang her, krass. Also die Entwicklung, wie er genommen hat, mittlerweile einer der krassesten, wenn nicht sogar einer der krassesten Sänger. In Deutschland auf jeden Fall. Grüße gehen raus. Seh dich im Mondschein, schwarzer Kajal im Gesicht. So schnell wie du da warst, verschwindest du im Tageslicht. Ihr werdet im Tageslicht gefunden. Sehr, sehr schön. Man muss wirklich sagen, ja, ich bin gespannt, was das hier für eine Nummer wird. So die Kombination erwartet man eigentlich schon, dass es was Nachdenkliches wird, weil Adel Tawil wird wohl kaum auf einem Battlesong-Track von Flair die Hook machen, sage ich mal. Obwohl Flair hat schon ein paar Sachen, wo als Sänger halt performen. Also schön, dass die beiden Connections haben auf jeden Fall. Geile Tuams, sehr, sehr geile Tuams, wo gerade eingesetzt worden sind. Bin gespannt auf den Übergang, beziehungsweise den Top-Kick, sage ich mal. Ich könnte mir vorstellen, dass Rosa anfängt und Flair dann halt den zweiten Part übernimmt. Boah, nein, die Beats. Knall die Drums. So weit in der Ferne, doch die letzte Rettung. Am Horizont die Sterne über unserem Ghetto. Ich werde. Am Horizont die Sterne über unserem Ghetto. Sehr, sehr schöne. Ja, Piano-Beats. Piano. Ah, ich habe mich wieder versprochen. Die Piano. Sehr schön, das sind die Piano. Sehr nice. Aber die Beats knallen. Ah, ich hab's wieder versprochen. Oh Mann. Ja, ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Der Song nimmt mich so mit. Immer für dich da sein, schick mir nur einen Treffpunkt. Auch wenn es Höhen und Tiefen gab, du warst wie meine Festung. Denn alles, was passiert ist, soll noch mal passieren. Das Beste an der ganzen Zeit ist ja, ich war mit dir. Die Drums, die ballern ordentlich rein. So ein bisschen bum-bum-bum-bum. Bum, 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 bum. Krass, also die scheppern richtig, die scheppern richtig. Geil. Ich seh dich draußen auf der Treppe, so als wär es gestern. Am Ende gab es keinen Tag mehr, ohne dass es Stress gab. Doch immer, wenn wir Runden hier am Block drehen, will mir, was wir hatten, nicht aus meinem Kopf gehen. Wenn wir uns finden, können wir irgendwann zusammen sein. Sehr nice. Also Flair wird also auf jeden Fall nicht unterschätzt, aber muss wirklich sagen, ja, Flair hat im Laufe der Jahre sich so ein Standing erbaut in der Szene. Das ist einfach krass. Und ich verfolge ihn auch schon sehr, sehr lange. War nie der große Fan. Aber der Respekt muss man einfach geben. So lange im Musikgeschäft dabei gewesen. Beziehungsweise immer noch dabei. So konstant, krasser Arbeiter. Also, ich habe sehr viele Interviews von ihm gesehen. Auch sehr feierbar auf jeden Fall Interviews von ihm. Einfach ein krasser Künstler. Einfach krass. Nein, wir sind die Zukunft, scheiß auf die Vergangenheit. Gute Zeiten sind. Wir sind die Zukunft, scheitert die Vergangenheit. Das war doch so eine Line von damals CCN, glaube ich. Bushido Flair. Langes, lang her. Ey, das reimt sich. Vielleicht sollte ich besser Rapper werden. Verschwunden, doch wir können noch lächeln. Nie gefunden, doch verbunden, gab dir ein Versprechen. Ich bin ein Gangster und kein Pretty Boy. Jetzt bist du weg, denn ich hab dich enttäuscht. Du bist die. Sehr schöner Übergang von Part zu Hook. Der Wind. Ich weiß nicht wie, mach ich dir klar,
dass es mich gibt. Ich bin echt überrascht, dass der Song halt jetzt schon draußen ist. Wir haben 7 Uhr. Ich sag, der kommt jetzt um 12 raus, umso schöner, weil morgen muss ich arbeiten und kann leider keine Reaktionsvideos machen, leider morgen. Umso schöner, dass jetzt halt was rauskam jetzt. Seh dich im Mondschein, schwarzer Kajal im Gesicht. So schnell wie du da warst, verschwindest du im Tageslicht. She's on the wind. Sehr, sehr nice. Flair geht ja auch auf Tour nächstes Jahr. Wir bestimmt, also kann mir vorstellen, dass Flair ein krasser Live-Act ist, auf jeden Fall. Und viele Songs hat, die auf jeden Fall gut viben, auf jeden Fall. Gerade mal gucken, wer das produziert hat hier. Oh, die Termine sind Zürich, Stuttgart, Berlin, Köln, München, Frankfurt, Hamburg. Oh. Saarbrücken leider nicht dabei. Ich bin ja aus Saarbrücken. Deswegen schade an der Stelle. She's like the wind. Damals glaubte ich noch an die große Liebe. Heute weiß ich ein für immer, wird es niemals für mich geben. Schöner Einstieg von ihr, muss wirklich sagen. Sehr routiniert. Ich habe bisher erst einen Song von ihr gehört. Das war der Song, wo Flair Feature gemacht hat. Beziehungsweise sie hat ein Feature gemacht auf dem Flair-Song. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der Song hieß. Aber schöner Einstieg. Sehr sanfte Stimme, sehr klar. Also, nice. Nach jedem Typen wird mein Herz kälter. Lass mich nie wieder verbiegen, denn bin jetzt reifer und älter. Heute Sommer, morgen Winter, ich bin frei so wie der Wind. Trag die Sonnenbrille Tag und Nacht, denn Liebe, sie macht blind. Trau keine Mann. Geile Line mit der Sonnenbrille. Liebe macht blind. Kennen wir. Leider. Außer Gott, ich geh meinen Weg jetzt allein. Kein Mann dieser Welt bringt mich im Leben nochmal zum Weinen. Hab keine Angst in der Nacht, doch ich hab Angst vor Gefühlen. Deshalb lass ich mich nicht gern. Ich bin überrascht. Also, den Song, wo ich von dir gehört habe, fand ich nicht so pralle. Aber das hier, also mit dem geilen scheppernden Turm im Hintergrund, sehr, sehr nice. Die hat auf ihrer Hand tätowiert, glaube ich, 92. Ist die 92 geboren? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Gerne berühren, fahr mit Tränen in den Augen durch Berlin. Ja, Baby, ich hab dieses Drama einfach nicht verdient. Kauf mir Taschen für den Schmerz, sei es glitzert auf dem Herz. Ein Ring am Finger hat für mich nie wieder einen Wert. Oh, heftige Zeile. Sehr nachdenklich. Wie den Schmerz, sei es glitzert auf dem Herz. Ein Ring am Finger hat für mich nie wieder einen Wert. Heute Single Lady, trag die AP an meinem Arm. Massaker auf der. Also, wirklich krass mit ihrem, glaube ich, zweiten oder dritten Song direkt ein Feature zu angeln mit Flair und mit Adel Tawil. Also gerade mit Adel Tawil, das schaffen nicht jeder, sage ich mal. Krass. Party, denn ich tanze in Louboutin. Du bist wie der Wind, ich weiß nicht wie. Mach ich dir klar, dass es mich gibt. Seh dich im. Das ist krass, das ist einfach krass. Ist irgendwie einfach schön zu sehen. Es wird gerade mal ein Like da gelassen. Also krass. Es ist einfach. Musik ist sowas Besonderes und was Schönes. Und dann, wenn es nur gut anhört, es macht einfach. Bewegt einen. Mondschein, schwarzer Kajal im Gesicht. So schnell wie du da warst, verschwindest du im Tageslicht. Sehr schönes Video, schwarz-weiß gehalten, sowas mag ich auch. Es ist alles so ein bisschen macht so Underground-Eindruck auf jeden Fall in Hochhäusern. Ich nehme an, es ist in Berlin gedreht worden, nehme ich einfach mal so an. Also, schönes Video, schön. She's like the wind. Alter, wenn man überlegt, Flair ist jetzt auch schon, glaube ich, 40. Die werden alle auf einmal so alt. Alter, Wiel ist bestimmt auch schon über 40. Krass. Also, ich hoffe, dass sie nur weiter lange Musik machen werden. Dort Shepherds ordentlich schreien.
So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne kommentieren, abonnieren, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in neuen Videos. Bedeutet, macht's gut. Ciao.